Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Im heutigen Video möchte ich eine kleine Aktienanalyse durchführen, und zwar zu dem US-Konzern Microsoft. Viel Spaß dabei! Hierbei handelt es sich natürlich um keine professionelle Anlageberatung, sondern lediglich um meine subjektive Meinung. Das Video teilt sich in drei Teile. Ich werde auch entsprechende Timestamps einrichten, sodass man entsprechend vor- und zurückspringen kann, je nachdem, wie du das möchtest. In erster Linie werden wir die Ist-Situation analysieren, uns die Bilanz ein wenig anschauen, welche Kennzahlen Microsoft auszeichnen bzw. wie die Entwicklung in den letzten Jahren waren. Im zweiten Schritt werden wir uns angucken, womit Microsoft aktuell Geld verdient. Und im dritten Schritt dann, wie meine Einschätzung ist bzw. wie die aktuelle Entwicklung so bei Microsoft ist, um dann eine Schlussfolgerung zu ziehen, ob sich aktuell ein Investment in Microsoft lohnt oder eher nicht. Beginnen wollen wir, indem wir uns den Chart von Microsoft angucken. Das macht man natürlich bei finanzen.net. Der vom letzten Jahr sieht natürlich sehr, sehr schön aus. Das kann man sich auch noch ein bisschen weiter angucken. Sieht natürlich sehr, sehr schön aus. Wir wollen ja aber das große Ganze sehen, da wir langfristige Investoren sind. Microsoft hatte im Jahr 2001 zu Zeiten der Dotcom-Blase bereits einen Marktwert erreicht, beziehungsweise hat jede Aktie ähnlich viel gekostet, wie sie heute kostet. Aktuell stehen wir bei 71 US-Dollar und dann ging es ein klein wenig nach unten, könnte man sagen. Ich glaube, der tiefste Stand war hier irgendwie, was sind das, 13 Euro oder sowas, 14 Euro Dollar. Und jetzt hat man sich aber doch wieder gefangen und steht wieder da, wo man bereits im Jahr 2000 stand. Woran liegt das Ganze? Nun ja, man hat es sicherlich gehört oder man hat es allgemein mitbekommen. Microsoft ist groß geworden mit dem PC, beziehungsweise mit der Software, mit Windows dafür. Und der PC hat aber immer weniger Anklang gefunden und ging halt ziemlich nach unten. Schauen wir uns ein wenig die Bilanz an. Und zwar, wenn wir uns die aktuelle Bilanz anschauen, das Ergebnis je Aktie hat sich in den letzten Jahren von 2010 bis 2016 kaum verändert. Zwischendurch ging es mal hoch, mal runter, aber keine wirkliche Entwicklung. Was sehr schön ist, ist, Microsoft hat im Jahr 2010 eine Dividende von 52 Cent je Aktie gezahlt und inzwischen sind wir schon bei 1,44 Dollar. Das heißt, es hat sich fast verdreifacht innerhalb der letzten 6 Jahre. Das ist natürlich für Dividendeninvestoren sehr, sehr schön. Und schauen wir uns ein wenig das Umsatz an. Seit 2010 bis zum Jahr 2016 ging das ordentlich nach oben von gut 7 Milliarden auf 10. US-Dollar. Umsatz je Aktie ist damit gemeint, natürlich nicht Milliarden. Das ist einfach nur der Umsatz pro Aktie gemeint. Insgesamt hier haben wir die Umsatzerlöse von 62 Milliarden auf 84 Milliarden nach oben. Wobei man sagen muss, im Jahr 2015 waren wir bereits bei gut 93 Milliarden, das heißt, es ist im Jahr 2016 ein Stück zurückgegangen. Wieso wächst Microsoft nun trotzdem so stark? Dazu kommen wir gleich. Was auf jeden Fall noch eine sehr spannende Angelegenheit bei Microsoft ist, das Eigenkapital. Wir haben hier gut 72 Milliarden Dollar Eigenkapital. So viel zur aktuellen Bilanz von Microsoft und dem Ist-Zustand. Nun kommen wir zu einem Artikel, den ich gefunden habe auf visualcapitalist.com. Den werde ich unter dem Video auch verlinken, weil der ist wirklich genial. Und zwar hat man hier die 5 großen Tech-Giganten: Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon und Facebook. Da sieht man jetzt mal, Apple verdient am meisten Geld mit dem iPhone, Alphabet natürlich Google mit AdWords, Microsoft lassen wir kurz raus, Amazon das meiste mit dem Marketplace, also den Amazon-Produkten und Facebook mit Werbung. Aber das ist fast bei allen so, dass die sich alle auf einen Bereich spezialisiert haben und auch nur damit so richtig viel Geld verdienen. Und jetzt schaut man sich Microsoft an und das ist eine richtig schöne Torte mit ganz vielen Teilen. So sieht man beispielsweise, man könnte davon ausgehen, dass Microsoft am meisten Geld mit Windows an und für sich verdient. Windows, sieht man hier, beträgt heute gerade mal noch 9%. Zum Umsatz bei, der größte Klopper
ist Microsoft Office mit 28%, aber selbst 28% sind jetzt nicht so viel. Die Cloud-Sparte mit den Windows-Server und Microsoft Azure beträgt 22%. Xbox gehört ebenfalls dazu und jetzt noch relativ neu die Surface-Sparte, genauso wie Bing und was halt noch alles so dazugehört. Und noch 18% andere Dinge. Das heißt, Microsoft ist in sich bereits heute sehr schön diversifiziert, könnte man sagen. Es gibt sehr viele Unternehmensbereiche, die auch alle einen ordentlichen Anteil am Gesamtergebnis haben. Das ist grundsätzlich, womit Microsoft heute Geld verdient. Wie wir der Bilanz entnehmen konnten, ist der Umsatz von Microsoft im Jahr 2000, vom Jahr 2015 zum Jahr 2016 zurückgegangen. Nun muss man festhalten, dass Microsoft heute nicht mehr so viel Geld mit Windows verdient, wie es ursprünglich mal der Fall war. Was ist denn passiert, beziehungsweise was hat Microsoft in den letzten Jahren gemacht? Ich möchte hier zeigen, das aktuelle Microsoft Office-Programm, was es gibt, kann man inzwischen, das ist nicht mehr so, wie man das früher hatte, dass man das einmal gekauft hat und dann für ewig auf seinem PC hatte. Inzwischen ist das ein Abo-Modell geworden. Und zwar hat man hier zum Beispiel das ganz normale Home für den Privatnutzer. Ein Jahr kostet 100 Euro, beziehungsweise wenn man das Ganze monatlich hat, zahlt man einfach 10 Euro im Monat. So, Microsoft hat es quasi geschafft, das Hauptprodukt oder womit aktuell am meisten Geld verdient wird, in ein Abo-Modell umzuwandeln und damit laufende Einnahmen zu haben. Klingt erstmal recht langweilig, ich möchte aber erklären, warum es unfassbar genial ist. Und zwar möchte ich nun auf einen Artikel verlinken aus dem Tagesspiegel. Und zwar möchte ich dieses Stück auch vorlesen. In ganz Europa, von Finnland bis Portugal, von Irland bis Griechenland, basiert die IT der staatlichen Verwaltung auf Programmen des US-Softwarekonzerns Microsoft. Weil aber die digitalen Systeme ständig wachsen und immer wichtiger werden, geraten die Staaten damit immer tiefer in die Abhängigkeit von diesem einen Konzern. Die EU-Kommission räumt es sogar ein, sie befinde sich in effektiver Gefangenschaft bei Microsoft. Nun muss man sich das Ganze in Kombination vorstellen. Wir haben in ganz Europa, muss man sagen, und wahrscheinlich nicht nur Europa, der ganzen Welt, läuft die öffentliche Verwaltung mit Microsoft Office. Mit Windows auch, ja, aber das ist kein Abo-Modell, sondern mit Microsoft Office. In Portugal, in einem kleinen Rathaus, genauso wie in Finnland oder Griechenland oder in Deutschland. In jeder öffentlichen Verwaltung, in jedem Rathaus, in jedem öffentlichen Gebäude laufen die Computer mit Microsoft Office. Und ab sofort ist es so, Microsoft hat das komplett umgestellt, dass diese ganze öffentliche Verwaltung Jahr für Jahr neue Lizenzen benötigt. Man wechselt nicht mehr, wenn man einmal Microsoft Office installiert hat, wechselt man nicht mehr. Das heißt, Microsoft hat eine Cash-Cow installiert. Das war sehr teuer. Der Umstieg, das Ganze cloudbasiert zu machen und das Ganze auf dieses Abo-Modell umzustellen, war für Microsoft sehr, sehr teuer. Aber jetzt hat man es geschafft, könnte man sagen. Und nun ist es einfach so, dass eine enorme Abhängigkeit entstanden ist und Microsoft Jahr für Jahr unfassbar viel Geld einnimmt, allein über die öffentlichen Verwaltungen durch die Office-Verwendung. Und das hört ja nicht beim öffentlichen, im öffentlichen Verkehr auf. Es ist ja auch so, dass große Industrieunternehmen, allgemein die Wirtschaft, läuft ebenfalls mit Microsoft Office. Quasi jedes, man. Windows und Microsoft Office ist bei Business-PCs vollkommen gang und gäbe. Ja, es gibt einen Teil, der Mac-Nutzer ist, aber der große Teil in der Industrie und allgemein in der Wirtschaft benutzt Microsoft Office. Und das ist alles ein einziges Abo-Modell inzwischen geworden. Das Ganze funktioniert noch cloud-basiert, da kann man sich auch noch das angucken. Wer sich dafür interessiert, der kann sich das gerne mal angucken. Man kann sich auch mal angucken, wie teuer das ist. Wenn man einen virtuellen PC haben möchte, wie unfassbar teuer das pro Monat ist, aber dieses Cloud-System wächst und wächst und wächst und wächst. Nun haben wir uns die aktuellen Zahlen, die Entwicklung und insbesondere das Office-System von Microsoft ein wenig angeschaut. Wie ist denn nun mein Fazit dazu? Man konnte es wahrscheinlich schon aus dem letzten Teil des Videos entnehmen. Ich bin heute ein großer, großer Fan der Microsoft-Aktie.
Ich glaube, die Entwicklung, die wir gerade sehen, hin zu diesem cloud-basierten Abo-Modell, was eingeführt worden ist, ist einfach unfassbar genial und wird enorm viel Geld in die Taschen von Microsoft spülen. Diese ganze Virtual Reality, HoloLens, die Surface-Entwicklung, all diese Dinge kommen in den nächsten Jahren erst richtig zum Zug. Es gibt heute bereits Kooperationen mit ThyssenKrupp, was die HoloLens angeht. Und es gibt so viele schöne Kooperationen, was dann noch alles cloud-basiert passieren wird. Ich glaube persönlich wirklich, wenn ich eine Aktie auswählen müsste, die mich langfristig reich machen wird, dann wird es Microsoft sein. Also ich für meinen Teil sehe Microsoft als unfassbar gute Investition in die Zukunft an. Die Digitalisierung beginnt gerade erst und Microsoft hat alle Werkzeuge, hat alle Möglichkeiten, um einer der größten Profiteure davon zu werden. Das war es auch schon zu der kleinen Analyse. Microsoft ist so ein vielseitiges Unternehmen, da könnte man Stunden drüber reden. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Eindruck vermitteln und vielleicht hast du ja auch Lust, in Microsoft zu investieren. Und gerade wenn du nicht in Microsoft investieren möchtest, würde mich interessieren, warum du Microsoft ablehnst oder was du für Risiken oder Gefahren bei der Microsoft-Aktie siehst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch einen Daumen nach oben da und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.